In diesem Video zeige ich, wie du einen Variable Font auf einer Website animieren kannst. Ich bin auf CodePen. Wahrscheinlich hast du die vorhergehenden Videos geschaut. Wenn nicht, es gibt hier eine Überschrift, eine CSS-Regel. Der Font wird definiert und hier die Eigenschaften, für die es im Variable Font Achsen gibt, auf denen je nachdem mit verschiedenen Werten Einstellungen gemacht werden können. Hier für Casual und für Weight, also das Schriftgewicht, und für eine Art kalligraphische Qualität. Der Font ist eingebunden hier in den Einstellungen unter HTML, ist ein Link, und den Link habe ich nicht vom Google Fonts Interface, sondern in diesem hervorragenden Artikel auf CSS Tricks des Autors dieser Schrift. Eine Animation lässt sich in einem Stylesheet mit der sogenannten Add Keyframes Regel einrichten. In CodePen gibt es ein Problem mit dem Add-Zeichen Alt-G, scheint irgendeine Jump-to-Line-Funktion aufzurufen. Das ist etwas mühsam, aber ich kann einfach hier ein Add-Zeichen schreiben und das nachher copy-pasten. So, und dann steht direkt danach Keyframes und dann braucht es einen Namen für diese Keyframes. Es fällt mir im Moment nichts Besseres ein als Test, und dann schreibe ich geschweifte Klammern und jetzt kann ich einen Ursprungszustand und einen Zielzustand definieren. Ich schreibe from und dann geschweifte Klammern, und der Ursprungszustand, dafür nehme ich jetzt diese Zeile, und dann schreibe ich to, geschweifte Klammern, und dort ändere ich dann zum Beispiel das Gewicht. Und warum nicht auch das? Also das heißt, ich beginne für die Achse Casual mit einer 1 und gehe zu 0. Und ich beginne mit einem Schriftgewicht von, ich glaube, 300 ist sowieso das geringste, das niedrigste Gewicht bei dieser Schrift, und gehe dann zu 1000. Und die Zwischenschritte, die errechnet der Browser, das ist dann die Interpolation. Jetzt braucht es für eine Animation natürlich eine Länge. Und ich könnte festlegen, dass die Animation eine bestimmte Anzahl von Abläufen gespielt wird, oder unendlich, oder nur einmal, oder gar nie. Das geschieht aber nicht hier drin. In dieser Keyframes-Regel steht nur, wo begonnen und wo geendet wird. Alles Weitere steht dann in der Regel zum Element, das animiert werden soll. Also ich schreibe hier in der Regel für die Überschrift hinein Animation, und ich könnte jetzt direkt Animation Doppelpunkt schreiben und dann alles, was diese Animation betrifft. Das ist aber nicht eine sehr klare Schreibweise, das ist eine Art verkürzte Schreibweise. Die expliziten Eigenschaften sind die, die du hier eingeblendet siehst, von Animation Delay bis Animation Timing Function. Und ich mache das so, das ist etwas klarer. Zuerst sage ich Animation Name und verweise da auf die Keyframes Regel. Also das ist dann Test, das entspricht diesem Namen. Und dann muss ich sagen Animation Duration. Dann eine Zeitspanne angeben in Sekunden oder Millisekunden, ich sage mal 3 Sekunden. Und das genügt bereits. Und du siehst, das wird hier einige Male abgespielt und dann hört es wieder auf. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, müsste eigentlich der Zielzustand sein. Ist aber nicht so wichtig, weil ich möchte, dass das endlos spielt. Und dafür gibt es die Eigenschaft Animation Iteration Count. Und da kann ich sagen Infinite
Infinite, schwieriges Wort. Und sobald das abgeleitet ist, spielt das endlos ab. Es ist nicht so schön, weil das springt dann immer wieder zurück auf den Ursprungszustand. Was ebenfalls hier angegeben werden kann, ist Animation. Das muss ich schnell suchen. Das ist wahrscheinlich Animation Direction. Und dort kann ich sagen Reverse. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich es einfach nur rückwärts. Ich muss schnell nachdenken. Ich weiß es nicht auswendig, deshalb schaue ich nach auf Mozilla Developer Network Animation Direction. Ah, ich habe es schon gesehen hier. Alternate Reverse. Alternate Reverse. Also das heißt alternierend vorwärts, rückwärts auf Deutsch. Und jetzt siehst du, dass diese Animation endlos vorwärts, rückwärts abspielt. Es gäbe noch andere Dinge, die eingestellt werden könnten. Auch hier, wie im letzten Video bei Transition, ist es möglich, eine Beschleunigung einzustellen. Das ist dann Animation Timing Function. Und dort könnte ich sagen, Ease In, Out zum Beispiel. Es wäre auch möglich, hier Vektordaten einzuspeisen und eine Kurve für die Beschleunigung anzugeben. Also das kann sehr fein gesteuert werden. Aber das hier ist eine Möglichkeit, das ein bisschen flüssiger scheinen zu lassen.